Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate der KW16 vom 19. bis 21. April 2018. Wie ihr bereits ja schon im letzten Wetterupdate gehört habt, wird es richtig warm jetzt werden. Am Donnerstag werden in der Nacht noch 9 bis 18 Grad erreicht. Da merkt man auch schon, dass tropische Nächte vorliegen. Am Tag werden dann Höchstwerte von 19 bis 29 Grad, örtlich auch 30 Grad. Dabei bleibt es wolkig bis heiter, teils auch sonnig. An den Küsten weht ein frischer Wind von bis zu 30 Stundenkilometer. Am Freitag wird es wieder sehr warm in der Nacht, bis 18 Grad gehen die Temperaturen nur zurück. Aber an den Küsten und auch in Süddeutschland werden nochmal 10 bis 8 Grad tiefstens erreicht. Am Tag gehen die Werte dann hoch bis 31 Grad im Westen und 22 Grad in der Mitte des Landes. Im Osten und im Norden werden auch 29 Grad erreicht, im Süden 28, am Oberrhein 30. Dabei bleibt es heiter bis sonnig, an den Küsten können Böen aufkommen bis 40 Stundenkilometer. Am Samstag kühlt das Wetter ein bisschen ab. Im Westen ist es noch ein bisschen wärmer mit 26 Grad. Sonst ist es von 15 bis 22 Grad kühler wie am Vortag. Dabei kommen örtlich auch ein paar Gewitterchen. Die fallen eher im Südraum der Donau aus, Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und am Erzgebirgsrand. Das war's mit dem Wetterupdate. Das nächste kommt am Freitag. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Genießt die Restwoche, soll ja schön sonnig werden. Und bis dahin. Tschüss.